meine Fuzzi-Bärchens. Und ping erstmal. Kronen schmeckt. Heute wieder mit dem leckeren Kronen. Hashtag, wo ist mein Sponsorvertrag? Und einer neuen Platte. Naja, so neu ist die wirklich nicht. Heute geht es um Folkloric Necrometal von Sord Fogder. Ja? Das ist ein sehr obskures, ja, was soll ich sagen, Projekt aus den 90ern, um genau zu sein, von 1996, von Iltian und Nidhogg. Die haben da mitgemacht und ich habe ja vorher schon mal reingeguckt, ne? Und den Einleger hier gelesen, ne? Gibt so einen schönen Einleger, da steht drauf: This album was fully created under the influence of THC with no care for technical details. Recorded by Nidhogg, Iltian, Tvigere und Heingund. Ich bin so schlecht in dieser Sprache. Designed by Sir Gorgoroth. Ja, das ist halt so ein All-Star-Projekt, wenn man so will. Aber mit Drumcomputer. Naja. Sord Fogder ist jüngst nochmal neu erschienen auf The Devil's Elixirs Records. Sublabel von Warn Records, Distribution von Warn Records. Auf jeden Fall haben die irgendwas mit Warn Records zu tun. Mysteriös, weiß man nicht so genau. Wurde mir über dunkle Kanäle zugespielt. Ja. Und wir gucken mal hier in die Platte rein. Oh, schön auch hier, könnt ihr sehen. Blaues Vinyl, so dunkelblaues Vinyl, auch passend, ne? Zum Cover, was ja auch hier. Das Cover, was ja auch irgendwie blau ist. Oh, da ist noch was drin. Was ist denn da noch drin? Schauen wir nochmal rein hier. Achso, Poster. Oh. Ja, dann hören wir da mal rein und gucken mal, was Sord Fogder anno 96 so geleistet haben. Bis gleich. Brauche ich gar nicht einzählen. Geht sehr ruhig los, ne? So ein schwelendes Keyboard. Das war ja auch so ein Ding, ne? In den 90ern ging das ja ganz los hier mit Keyboards und Hetetet und hast du nicht gesehen. Vielleicht ist es ja auch Dungeon Synth. Weiß man ja nicht. Nein, glaube ich aber nicht. Nein, nein. Dafür kenne ich das schon zu gut. Ist tatsächlich damals an mir vorbeigegangen. Was habe ich denn 96 gemacht? 96. Ach du Scheiße, was habe ich denn 1996 gemacht? Oh, da hatte ich so eine Gothic-Metal-Kapelle. Ah, aber die spreche ich lieber nicht, weil das war mehr schlecht als recht. Eieieiei, da war gerade hier Sanctimonium zu Ende, ne? Die Band, meine erste richtige Band neben Kadaverficker, die ich auch bis heute noch echt gut finde. Das zweite Demo ist echt gelungen. Ja, und wir haben uns halt aufgelöst und dann bin ich zu einer anderen Band gegangen. Naja. Das habe ich wohl 96 gemacht. Gut, da war mein Interesse an Black Metal aktuell nicht so groß. Da weiß ich, wenn ich mit denen unterwegs war, habe ich sehr viel End of Green gehört. Oder Pyogenesis. Habe ich dann noch gerne gehört. Ja, oder Lake of Tears und so den ganzen Mumpitz. Weil, wisst ihr, ne? Obwohl das nicht schlecht ist hier. Lake of Tears, wie heißt es mal? Raven Dark oder irgendwas mit Raven. Das fand ich ganz toll. Und End of Green fand ich auch super. Und hier Blackened. Blackened, irgendwo aus dem Süden, so Thrash Metal, richtig, richtig geil, könnt ihr euch vielleicht auch nochmal irgendwo geben, hatte ich noch irgendwo ein Demo rumfliegen, egal. Heute geht es ja um Sord Fogder, aber da passiert ja irgendwie nicht so viel, über das sich jetzt zu reden lohnen würde, so schwelende Keyboards. Wir bewegen uns wahrscheinlich gerade durch diesen Wald. Okay. Das kam überraschend, hat mich auch ein bisschen erschrocken. Aber Halloween ist ja schon vorbei, also ja, auch schön Halloween, ja. Ach ja, genau. Ich habe vorher mal recherchiert, ne? Wir haben alle die Instrumente immer geswitcht. Ja, das ist sehr, sehr Berit-mäßig, ne? Aber auf so einen Krach stehe ich da. Erstmal ping. Vocals sehr spooky, natürlich auch wieder Hall drüber gepackt, ohne Ende, Hall muss immer drauf, sonst macht das überhaupt keinen Wert. Ich glaube, da ist auch kein Text, oder? Ne?
Kann ja auch sein, dass sie irgendwie in einer anderen Sprache als Englisch singen, die ich dann nicht verstehe, aber ich höre nur... Nee, doch, da wird irgendwas gesungen, aber es sind leider keine Texte bei. Es wird nur darauf hingewiesen, dass diese Platte unter der Influenz von THC aufgenommen wurde. Also haben sie ordentlich einen reingescheuert hier, schön das Kraut gegeben und dann gedacht so, ja, dann machen wir mal eine Platte. Ja, und fast, was ist denn jetzt hier, 20 Jahre später? Nee, fast schon 30 Jahre später, 25 Jahre, ja, 25 Jahre später tatsächlich, 25 Jahre später gräbt es The Devil's Elixir nochmal aus und veröffentlicht das auf einer kleinen Auflage von 500. Ich habe Nummer Promo bekommen. Ja. Quellstimmer. Ja komm, wir machen mal einfach, wir skippen einfach mal wild da rein. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob wir Song 1 oder Song 5000 hören. Wie viel sind da drauf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 10 Stück. Klassisch, ne? Wir skippen einfach mal irgendwo anders rein. Bis gleich. Und schon geht's weiter. Und der Sound verändert sich. Immer das viel segner und das Drum mehr im Vordergrund und ein bisschen nerviger, will ich mal sagen. Jetzt ist das basslastiger. So, wahrscheinlich haben die nicht nur die Instrumente getauscht, sondern sich auch drum geklopft, wer jetzt mal gerade an den Reglern sitzen darf, um zu produzieren. Pink. Ja, es ist absoluter hier Berit-Keller-Sound. Aber gut, ich meine, wer Berit mag, der könnte damit per Du werden. Ich finde es irgendwie witzig, weil das so diesen Vibe aufgreift und auch ganz viel... ja, ist einfach 90er so. Das ist so diese, naja, Aufbruchstimmung war das nicht mehr. Aufbruchstimmung war so, boah, ich würde mal sagen so 90, 91, das war so die Aufbruchstimmung, wo es halt losging mit der ganzen norwegischen und finnischen und schwedischen Black Metal-Gedöns-Kapellen-Sache, wobei natürlich viel aus Norwegen kam. Berit kommt ja aus Finnland, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, und man merkt einfach so diese Fuck-All-You-Attitüde. Wir machen das jetzt einfach und wir scheren uns einen Dreck. Und das finde ich bei neuen Black Metal-Kapellen ein bisschen schade, weil da gibt es halt nicht mehr dieses Fuck-Off und wir scheren uns einen Dreck. Da wird oft mal zu viel nachgedacht. Finde ich jetzt. Und ein bisschen zu sehr auf die Produktion geachtet. Was in einigen Black Metal-Subgenres in Ordnung ist, wenn man so ein Post-Black Metal macht oder Depressive Suicide, Black Metal, ne, dann ist dieses Atmosphärische gar nicht so schlecht, aber wenn man wirklich Black Metal macht, so richtig, yeah, dann muss der Finger in die Kamera gehalten werden und sagen, fickt euch. Ja, das ist jetzt ein bisschen öde, will ich nicht sagen, aber das ist sehr repetitiv. Oh, Ping, vielleicht passiert noch was. Oh, jetzt kommen Keyboards rein. Ja, ihr werdet das nicht hören, weil das ist echt sehr, sehr breiig. Alles immer noch Ping. Der ist einfach, ne? Bekifft eine Platte aufnehmen. Ja, nochmal in die B-Seite reinkommen jetzt, bis gleich. 540 Bier. Okay. Abgestochenes Schwein oder was? Ja, das ist der klassische Auftakt. Und wieder anderer Sound. Jetzt ist der Gesang im Vordergrund und das andere hört sich echt an mit so einem, kennt ihr noch diese Kinderkassettenrekorder, diese ganz bunten, Alter, das ist schwer zu ertragen, das ist echt schwer zu ertragen, das ist so, ja, hier habt ihr ein Budget, um eine Platte zu machen, die versaufen wir alle und jetzt müssen wir in 2 Tagen mit 10 Euro oder damals ja wahrscheinlich noch Mark, mit 10 Mark eine Platte aufnehmen. Aber den Gesang finde ich tatsächlich richtig, richtig, richtig gut. Der Rest ist einfach nur, keine Ahnung, wenn ich es jetzt 10-mal hören würde, dann könnte ich da auch irgendwas raushören oder so. Aber im ersten Durchgang und im ersten Hören ist es einfach nur... Kannst du nur saufen, Ping.
Ja, was soll ich sagen? Sword Vokta. Also wenn ihr wirklich Bock habt auf obskuren 90er Jahre Black Metal, der auf alles einen Fickfinger gibt, ja, wo man sich denkt, scheiß drauf, wir schließen uns einfach ein Wochenende ein, nehmen eine Platte auf und denken vorher null nach, weil danach klingt es, tut mir leid. Es kann sein, dass sie sich voll Mühe gegeben haben, Konzepte erarbeitet haben, aber nein, ich glaube, das ist echt eine Session. Jetzt dreht die Drum-Partie da voll durch. Ja, egal, wenn ihr Bock habt auf sowas Krachiges, Obskures, Nostalgisches, was auch so ein bisschen in die Ors of Black Blood vom Beerit reinspielt mit so Nuancen, dann gebt euch Sword Foxer eine Folkloric Necro-Metal. Was das mit Folklore zu tun hat, wird mir wahrscheinlich mein Leben lang verborgen bleiben, aber egal, könnt ihr euch bestellen, gibt es bestimmt bei Warnrekords. Ich sag, zu viel Internet ist ungesund, zu viel. Naja, dem Schrat auf dem Wald, aus dem Wald auf dem Kopf kloppen wahrscheinlich nicht. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und mal auf Pinien, ne? Ah ja, Pinien immer ganz wichtig, saufen. Jetzt abschalten, richtig besoffen, hier ist besser dran. Ja, abschalten.